Herzlich willkommen zu dieser Videoreihe, mit der ich mich ja damit auseinandersetze, wie man benötigte Kenntnisse zu einer Textverarbeitung erklären kann. Und hier geht es darum, eben Kenntnisse, dass man eine vorwissenschaftliche Arbeit, also eine VBA, eine Diplomarbeit oder Seminararbeit schreiben kann. In diesem Video geht es darum, eben eine Seitennummerierung vorzunehmen. Das heißt, dein Text benötigt eine Seitennummerierung mit dem wichtigen Hinweis, dass die erste Seite, die Titelseite, keine Seitennummerierung enthalten soll. Geht hier wieder zu meinem Text, der Gebrüder Grimm. Und ich nehme jetzt mal an, dass dieser erste Teil hier meine Titelseite sein soll. Ich habe aber noch keine Titelseite und die Titelseite mache ich, indem ich eben diesen Text hineintippe und dann hier etwas Wichtiges mache, nämlich dann einen sogenannten Seitenumbruch. Ich gehe auf Layout, auf Umbrüche und wähle hier dann einen Abschnittsumbruch. Das heißt, das, was nach dem Cursor steht, wird dann auf die nächste Seite verschoben und es entsteht dann auch ein neuer Abschnitt. Ich klicke jetzt hierher. Gehe wieder zurück und sehe dann, hier steht Abschnittswechsel. Das ist ein sogenanntes Formatierungszeichen. Wenn in deinem Text das nicht eingeblendet werden sollte, liegt das darin, dass auf der Startregister Start hier nicht dieses Formatierungszeichen eingeblendet wird. Wenn ich hier dieses umgedrehte P drücke, ich habe das in einem anderen Video schon erklärt, wir haben hier die sogenannten Formatierungszeichen eingeblendet. Die werden, wenn du es ausdruckst oder exportierst, nicht mit ausgedruckt. Ich habe also hier jetzt diese Titelseite. Und auf der nächsten Seite fängt dann der eigentliche Text an. Ich möchte Seitennummern einfügen. Und dazu mache ich jetzt Folgendes. Ich gehe jetzt dann zum Beispiel hier auf die zweite Seite, mache einen Doppelklick hinein, hier oben im oberen Bereich, in die sogenannte Kopfzeile. Und schon verändert sich hier oben auch die Registerkarte. Ich habe jetzt hier die Registerkarte Entwurf. Ich wähle jetzt hier Seitenanzahl und wähle mir jetzt in dem Fall, weil ich mich schon in der Kopfzeile befinde, hier den Seitenanfang. Ich möchte, dass diese Seitenzahl hier rechts oben steht. Man sieht schon, hier wird der 2 eingeblendet. Wenn ich hier rauf gehe, wird der 1 eingeblendet. Und wenn ich weiter im Text heruntergehe, würde dann der 3 eingeblendet werden. Jetzt habe ich also schon meine Seitenzahl. Jetzt möchte ich nur schauen, dass auf der ersten Seite das nicht eingeblendet wird. Dazu gehe ich jetzt auf die erste Seite, das heißt auf meinen Titel, zu meinem Titelblatt und mache jetzt hier einen Hackerl bei erste Seite anders. Und du siehst, es wird hier ausgeblendet, der 1er. Und hier, der 2 wird aber dann schon eingeblendet. Das heißt, es wird das Titelblatt mitgezählt, aber der 1er wird dann nicht angezeigt. So wie es auch bei einer Arbeit dann im wissenschaftlichen Bereich dann sich auch so gehört und wie es auch so sein sollte. Ja, danke für die Aufmerksamkeit.